nehme dich wieder mal mit zu einer kleinen Runde durch den herbstlichen Pilzwald. Eine kleine Runde durch den Wald möchte ich gehen. Möchte hier mal schauen, ob ich was denn wohl Pilze finden kann. Und was soll es werden? Es soll vielleicht ein bisschen paar Maronen für das Körbchen geben. Es sollen Trompetenpfifferlinge hineinwandern, wenn ich Glück habe, noch ein Steinpilz. Vielleicht ein paar Raufüße, eine Rotkappe, Stockschwämmchen könnte noch sein. Ja, das sind so meine Wunschkandidaten. Komm einfach mit, beobachte, was ich beobachten kann, hab Teil an meiner Suche und erfreue dich mit mir dann am Ende hoffentlich über ein mittelmäßig gefülltes Sammelkörbchen. Hey, geht los! Und da kriege ich doch das Grinsen im Gesicht. Die Trompetenpfifferlinge sind tatsächlich da. Dann werde ich hier erstmal das Fleckchen ernten und wir schauen dann mal, was draus geworden ist. Ja, und es ist fantastisch. Der Herbstwald steht voller Kantarellen. Es ist einfach Wahnsinn. Meine Stelle ist wieder mal ergiebig. Das freut mich total. Hier kommt noch ein Grünspan-Träuchling hervor. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, überall, wie gesagt, Trompetenpfifferlinge. Oh mein Gott. Jetzt muss ich erstmal abbrechen. Es regnet wie aus Kannen, sogar hier in den Wald rein. Muss ich erstmal hier meine erste Ernte schnell ins Auto bringen, dass die nicht verregnet. Das wäre sehr schade um diesen wertvollen Pilz. Ein Armbrot ist beisammen, der Wald steht noch voll von den Trompetenpfifferlingen. Aber ich muss erstmal weg hier und werde dann wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten und noch eine Maronenstelle aufsuchen. Bis gleich. Windschutz. Das war jetzt eine Aktion, hier gerannt. Ja, Herbst kommt halt. Da hat es auch so ein Wetter. Ja, Herbst kommt, Tatsache, man sieht es an den Nebelkappen, die hier auch schon überall erscheinen. Noch ein paar vereinzelte Rettichhelmlinge. Ja, ich muss noch zu den Maronen, hoffentlich hört der Regen wieder auf. Mal gucken. So, jetzt bin ich kurz vor meiner Parkbucht im Maronenwald. Es regnet immer noch, aber es hilft ja nichts. Eine Handvoll Maronen brauche ich auch schon noch. Wochen gewissermaßen als Abendbrotpilze bestellt. Mal schauen, ob ich Glück habe. Komm mit, wir gehen auf Tour. Ja, alte Schwefelköpfe stehen hier rum und ich wollte gerade ein kleines bisschen schimpfen, dass mein Maronenwald nichts zu bieten hat. Stimmt nicht. Da steht eine. Ist auch ganz gut. Naja, da muss ich also doch noch die Strecke hier ein bisschen ablaufen. Mal sehen, was noch dazu kommt. Ich freue mich. Und kennst du den noch? Ja, Finger weg. Ein grüner Knollenblätterpilz. Der sollte von jedem Pilzliebhaber eindeutig erkannt werden können. Ja du, wieso nun heute ausgerechnet in meinem Maronenwald keine Maronen stehen? Wie gesagt, das ist immer noch die einzige. Ich weiß es nicht. Ich gehe noch ein bisschen rum. Vielleicht gibt es noch was. Aber sieht nicht gut aus. Hier müsste eigentlich die Hand schon voll sein. Na, mal schauen. Naja, ich bin mich gerade noch erfreut an den beiden Funden und dann waren doch hier eindeutig die Schnecken die schnelleren.